Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an den rankomme. So, noch irgendjemand ohne Fahrkarte? So, jetzt hier endlich mal Raven. Rabenrecht, Schaden 70. Ah, das ist noch nicht mal so viel. Der hat echt einen ordentlichen Schlag drauf gehabt. Nicht? Kriegen wir wenigstens auf diese Art und Weise noch mal ein paar Heiltränke, wenn auch nicht besonders viele. Aber vielleicht von unserem Freund Torres. Denn der war ja der Händler der Feuermagier. Ach je. Ich erinnere mich, dass ich ihm sehr viel Kram verkauft habe. Ah, jetzt. Jetzt mischt sich Gomez ein. Oder auch nicht. So. Ja, ich habe nämlich in weiser Voraussicht, wie ich dachte, vor dem vierten Kapitel, also bevor das hier passiert ist mit dem Unglück, und da ich ja eben schon mal ein bisschen Magie gelernt hatte, glaube ich, am Ende des dritten Kapitels oder am Anfang des vierten, oder es jedenfalls vorhatte, habe ich nämlich dem Torres eine Feuersturmrune abgekauft, weil ich nicht mehr genau wusste, dass ich die später quasi nochmal so bekommen kann. Weil ich halt dachte, das sind eben die Feuermagier und das sind die einzigen mit Feuermagier-Runen, also solchen, ja, den Feuerrunen. Und deswegen habe ich ihm diese Rune abgekauft. Habe die dann erstmal in der Truhe versteckt, damit ich euch nicht spoilere. Habe sie dann halt einfach so von, ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine im Grunde genommen her hatte, aber naja. Ja, Lehren der Götter. Band 3, Band 2, Band 1, 6. Kreis, 5. Kreis, 4. Kreis, 3. Kreis, 2. Kreis der Magie. Jede Menge Tränke. Ist das nicht toll? So. Magietränke. Wir brauchen uns nie wieder um Tränke zu sorgen. Ist das nicht toll? Boah, 200... Ah, es sind auch nur die 50 heilen, aber es macht ja nichts. So, Geschwindigkeitstränke, das ist auch nicht schlecht. Ja, gebratenes Fleisch, wo wir einmal dabei sind. Ein bisschen Reis, ein bisschen Bier, ein bisschen Reisschnaps. Die müssen sich auch irgendwie ernähren. Und jede Menge Spruchrollen. Verwandlungen und Licht. Und Heilung, weil was können, nehmen wir das alles mit. Feuermagie, Feuerpfeil. Am Ende nehmen das noch die Gardisten an sich. Das geht natürlich gar nicht. Licht, Heilung, Feuersturm, Feuerpfeil, Feuerpfeil, Feuerball. Okay. Erstens, wieso steht jetzt hier nichts mehr? Und zweitens, wieso funktioniert meine Escape-Taste nicht mehr? Oh nein. Wieso kann ich nicht mehr ins Menü gehen? Wie unangenehm. Der Fluch von Gomez. Vielleicht. Ich fürchte nur, wenn ich Gomez erledigt habe, macht es das auch nicht besser. Ich sehe auch meine Lebensenergie gar nicht mehr. Was habe ich denn gedrückt? Ist das irgendein...
Das ist jetzt unangenehm. Er verschwindet im Nichts. Okay, versuchen wir den Fluch von Gomez zu brechen. Das ging sehr schnell. Was zum? Was? Was geht hier ab? Wieso seid ihr auf meiner Seite? Kein Erz, du nutzloses Stück Dreck. Nein, sie sind nicht auf meiner Seite. Stimmt, sie haben mich ja auch erledigt, aber ehrlich gesagt, das war es wert, einen so rebellierenden Gardisten zu sehen. Lieber würde 1842 ich Erz. dich umbringen, aber das Erz ist auch nicht schlecht. Oh, Gomez lebt auch noch. Ja, so liegen wir beide jetzt hier im Dreck. Nice. Komme ich nochmal hoch? Nee, ich komme nicht mehr nochmal hoch. Ja, Gomez hat auch ein sehr, sehr feines Schwert. Das gucken wir uns gleich an, nachdem ich das Spiel nochmal neu gestartet habe. Ja, ein meuternder Gardist. Du nutzloses Stück Dreck. Einfach so zu Gomez zu sagen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Egal, was für ein merkwürdiger Bug das ist. Okay, gut, dann bis gleich. Ja, leider müssen wir das jetzt hier alles nochmal machen. Aber das kriegen wir jetzt hin. Gardist! Gut wie tot. Einfach einen kalt machen. Ja, was macht ihr denn? Die Feuermagier hust. Du bist so gut wie tot. Einfach einen kalt machen. Na, Katha, kommst du noch mal? Ah. Ja. Ich will jetzt nicht nochmal Escape drücken, weil dann passiert das vielleicht wieder, was ich hatte. Bist du bald mal fertig mit Reden, Gomez? Hallo? Nein, ist er nicht. Es passiert wieder nichts. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, also nochmal. Und auf ein letztes. Denn wenn das jetzt nicht funktioniert, ganz ehrlich, liebe Leute. Obwohl, so ein Feuersturm. Das war so klar. Ja, wo versteckst du dich denn? Wer auch immer du bist. Bist du Raven? Oder bist du Scatter? Ja, das war der Fehler. Was läufst du auch mit einer Armbrust? Das ist bestimmt Raven. Läuft einfach mit der Armbrust auf mich zu. So, wie kriege ich dich denn jetzt anvisiert, Raven? So.
Ja, es macht viele Sachen einfacher. Skip. Ja, dich greifen wir mal nicht an. So. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Aber ich frage mich, wohin waren das doch hier noch viel mehr Gardisten? Ach, da hinten läuft schon einer irgendwie rum. Sind die auf der Flucht vor mir oder wollen die zu mir? Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, er will zu mir. Welche mysteriöse Art und Weise der Held Pfeile verschießt. Na also. So, dann nehmen wir die jetzt hier nochmal aus und ich hoffe, dass das jetzt ja auch alles klappt, ohne dass wir jetzt hier unterbrochen werden. Ja. Zum Beispiel durch sowas. Oh, was zum Teufel stimmt hier nicht? Ach du Scheiße. Das ist jetzt wirklich einfach da. Schlüssel zur freien Mine. Wieso liegt der jetzt hier? Habe ich den gerade fallen lassen? Oh, das ist jetzt blöd. Nee, da laden wir nochmal neu. Ach, du ahnst es nicht. Shit. Wieso geht denn das nicht weg? Warum muss ich das Spiel nochmal neu starten? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Also jetzt nochmal. Ist ja hier ein einziges Backminenfeld. Ja, du kommst gleich an die Reihe. So, noch irgendjemand, der sich beschwert, dass ich hier einfach jemanden kalt mache? Nein, danke. So, ich speichere nochmal. Denn Gomez hat seinen Dialog nicht ausgelöst und ich konnte noch ein paar Leute ausnehmen. Das ist sehr viel wert an dieser Stelle. Raven. So. Und nach Torres werde ich auch nochmal speichern. So, jetzt brauche ich aber die Taste auch nicht mehr loszulassen. Das haben wir uns ja jetzt alles schon im Detail angeguckt, was der alles bei sich hat. Es dauert halt nur trotzdem ein bisschen. Oh, 184 Feuerball-Runen, Schriftrollen. Mann, Mann, Mann. Nee, Feuerpfeil. Und ich kann nochmal in Ruhe speichern, das finde ich gut. So, okay. Wer hat jetzt hier sein Schwert gezogen? Du warst es offensichtlich nicht. Du auch nicht.
Denn Armbrüste machen nicht solche Geräusche. Torwache. Oh. Torus. Das könnte nochmal heikel werden. Oder auch nicht. Was denn, du? Komm zurück, du Feigling! Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Ich bin fassungslos. Erfahrung plus null. Schön, wie das einfach so dasteht. Kannst du nicht einfach abhauen, so wie alle anderen auch? Ernsthaft? Ich frag mich nur, hinter wem Snuff her war. Schon gut, schon gut. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Danke. So, bevor wir aber Gomez gegenübertreten, sollten wir nochmal uns heilen. Wir haben ja gesehen, wie das sonst enden kann. Hinterlässt er eine Blutspur? Sieht so ein bisschen so aus. Vielleicht sollten wir aber zusehen, dass wir vorher noch Torus ausnehmen. Ach, dich haben wir schon ausgenommen, okay. Feigling, komm zurück! Haben die es auf uns abgesehen? Nee. Die machen Jagd auf. Scheiße, nicht mal Erz dabei. Die haben Jagd auf Matt gemacht. Wahrscheinlich, weil das Spiel, die KI sagt, dass er unser Verbündeter ist. Und deswegen möchte das, ja. Und deswegen sind die schon quasi gut, gegen schon uns. Gut. Torus. 200 Erz. Hat jemand anderes dich bestochen? Nee, wahrscheinlich hättest du dann mehr. Torus-Schwert. Schaden 90. Ja. Das hätte auch nicht gut geendet. Oh oh. Okay. So, dann ist Gomez jetzt dran. Oder besser gesagt, oh, Arto. Er scheint auch ganz schön ein harter Kerl zu sein. Aber war das nicht der, der das mit dem Stück Dreck das letzte Mal gesagt hat? Nee, ich glaube, das war aber noch jemand anderes. Artos Schwert. Ring der Gewandtheit. Warum hast du einen Ring der Gewandtheit, wenn du mit einem Schwert kämpfst? Vor allen Dingen auch die Frage, mit was für einem? Torus-Schwert. Ah, okay, ist irgendwo unter 75. Nicht so spannend für uns.
So, wieder ein Hindernis auf dem Weg zu dir, weniger Gomez. Jetzt wirst du bezahlen. Warte, ich lasse dich mal in Ruhe. Na, kümmern wir uns erstmal um den Gardisten. Der hat uns nämlich schon anvisiert. Glaube ich zumindest. Ja, das freut dich, ne? Hauptsache eine Schlägerei in deinem Thronsaal. So, was auch immer der jetzt tun möchte, während wir Gomez angreifen. Der kann uns keinen Schaden mehr machen. Und ich glaube, wenn ich den jetzt töte, dann skippe ich quasi wie auch den Dialog. Bist du hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Suppe spucken wirst. Ja, und wir sehen, er ist derjenige auf dem... Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. Auf dem Bild. Steck das Ding weg. Genau die gleiche Rüstung. Auf dem Thron. Genauso. Eieiei. Innos Zorn. So ein gutes Schwert hast du nicht verdient. Kerkerschlüssel des alten Lagers. Gomez-Schlüssel. Öffnet Gomez-Truhen. Sehr schön. Und Lagerraumtruhe im Keller der Erzbarone. Ring der Unbesiegbarkeit. Amulett der Macht. Ja, damit ist dein Regime vorbei. Endgültig. Und es herrscht Anarchie im alten Lager. Und ich sollte mich heilen, bevor die Anarchie mich noch einholt, hier an dieser Stelle. So, das alte Lager ist jetzt führerlos. Und du musst jetzt hier niemanden mehr Luft zuwedeln. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden.